Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part unserer FIFA 17 Karriere mit dem VfB Stuttgart. Und es schneit schon wieder. Und wir spielen heute zu Hause gegen Dynamo Dresden. Reisebeschwerden haben wir nicht. Und wir sind nur noch drei Spiele davon entfernt von der Winterpause. Dann haben wir die erste Hälfte der zweiten Liga geschafft. Oh, Gentner. 1-0. Früh wieder Gentner trifft. Das kann ja nur heißen, wir gewinnen. Gentner ist irgendwie in letzter Zeit richtig in Torlaune. Oh, aber auch richtig schön herausgespielt. Was will man mehr, ne? Im letzten Part möchte ich mich auf jeden Fall nochmal recht herzlich danken. Euch dafür danken, dass ihr das Video so unfassbar geliked habt und auch so viele Namen reingeschrieben habt, die wir uns holen sollen für unsere Karriere hier. Uffe Bech. Oh, mit einem kleinen Aussetzer hier, aber das ist ja nicht schlimm. Ball wieder abgefangen. Gentner. Bech. Bech. Oh, fast das 2-0. Und entschuldigt, wenn ich mich so ein bisschen komisch anhöre, aber ich bin ein klein bisschen erkältet. Und hab so ein kleines bisschen wieder richtigen Hustenreiz. Die Dresdner haben heute keine Chance gegen uns. Wenn wir das Spiel so richtig schön machen. Pelitai. Oh, da rauscht er am Ball vorbei. Kaminski. Aber Baumgartl hat ihn sicher. Gentner. Weit raus auf John Zimmer. Terodde. Galdames. Oh, da habe ich zu viel gedacht, da hätte ich schießen sollen, aber ich wollte Werner den Erfolg geben. Ja, Schwebe. Du spielst nächste Saison auf jeden Fall Bundesliga. Du gehst ja zurück zur TSG. Nein. Da passt man einmal nicht auf. Da will man einmal nach seinem Trinken greifen. Und die machen das 1-1. Aber naja, gut. Wir werden nicht aufgeben. Lumpi hat getroffen. Nee, Pascal Testrot. Der Herr Testrot hat getroffen. Jetzt werden die wieder ein bisschen giftiger. Jetzt müssen die sich einbilden, nur weil die ein Tor geschossen haben, direkt hier nachzulegen. Werner. Ja, Leute, da müsst ihr mal ein bisschen mitkommen. Terodde, 2-1. 26. Wir spielen uns wieder mal richtig schön durch. Nicht so ein Alleingang wie von Stefaniak, weil die anderen sonst nichts können. Und dann macht Terodde sein 5. Tor.
Ja, sein fünftes Tor. Also ich würde sagen, damit können wir leben. Sogar gut leben. Oh. Direkt weitergeleitet. Durch die Lücke gespielt. Oh, und dann zu sehr in den Rücken unserer eigenen Leute. Aber das kann mal passieren bei so einem Wetter, was hier herrscht. Nein, wir haben einen Verletzten. Und immer wieder verletzen die, weil sie sonst nichts können, unsere Spieler. Krigic muss rein. Pech! Elfer! Ja, 11 Meter. Was will man da anderes mehr? Und gucken wir mal. Yo. Lässt uns aber richtig schön auflaufen hier. Gentner wird diesmal nicht schießen. Wer hat denn hier? Insua mit Kraft. Und der Gentner. Gentner trifft. Ja, ne? Wir führen hier mit 3-1. Das Geräusch kennt ihr mittlerweile schon. Gentner mit seinem sechsten Tor, ey. Das ist einfach nur Wahnsinn. Wahnsinn, sage ich euch. Ganz ruhig. Sauber gemacht, Kaminski. Grigic. Ah, ein bisschen zu weit vorgelegt, dann hätte ich den noch loppen können. Dann stand es hier schon 4-1 zur Halbzeit. Okay, Konrad. Oh, wieder schön geklärt, John. Zu George Zimmer sage ich nur, ich bin froh, dass wir ihn haben und nicht kaufen, dass wir ihn von Anfang an hatten. Dass die Stuttgarter sich den gekauft haben. Gentner. Und da ist die Halbzeit. Christian Gentner momentan mit 2 Buden. Das kann sich wirklich sehen lassen.
Und wir machen halt direkt keine langen Reden. Es muss keiner wechseln. Einmal gewechselt haben wir ja schon mit Krigic. Tobias Werner. Krigic, Gentner. Oh, da hatten wir uns aber wieder mal schön durchkombiniert. Stefaniak gegen Baumgartl. Oh, schön durchgesteckt auf Pech. Hätte ich noch ein bisschen warten sollen und dann flanken sollen, aber naja gut, wir können es uns erlauben mit dem wunderschönen 3-1, was wir hier haben. Baumgartl. Thergogia. In den Rücken von Terodde gespielt. Nicht immer das, was ich will. Hartmann. Fabian Müller oder Florian Müller, Pascal Testroth. Das ist unser. Und wir machen den, hauen den zweiten Wechsel raus. Maxim ist am wenigsten angeschwächt. Dann darf Gentner gehen und den letzten Wechsel bewahren wir uns auf. Hartmann geht raus, Christiansson kommt rein. Ich trinke nur mal einen Schluck. Richtig gut gespielt, Simon. Richtig, Christian, richtig gut gespielt. Jean Zimmer. Martinez. Maxim. Terodde ist ein bisschen, ja, wie so eine Schlaftablette. Oh, Grigic. Oh. Da ist er dann noch dazwischen. Akagi Gogia. Sauber, Kaminski, Timo. Lass die laufen. Hier eins. So einfach und schön kann Fußball sein. Wirklich. Einfacher geht es nicht. Den Ball so zu spielen, ich bin wirklich froh, dass die Dresdner da so mitmachen. Ich meine, es tut mir zwar richtig leid für den Gräfe, für den Schwebe. Aber was soll man denn nun machen, ne? Alexandru Maxim. Mit seinem nächsten Treffer. Oh,
Maxim. Oh, und wir hauen den letzten Wechsel raus. Terodde darf gehen, dafür kommt Kaspar Dolberg in die Partie rein. Warum denn? Ach so, wegen Handspiel. Oh, riskant, Baumgartel. Maxim! Dass sie die Mitte aber auch immer so offen halten, wieso fällt mir das jetzt erst auf? Ah, der geht doch etwas weiter vorbei, als es aussah. Und das 5-1. Sauber, Maxi. Schöner Lob. Da habe ich ja mal richtig viel zu schneiden. Ein 5-1. Wir lupfen den Ball über Schwebe rüber. Der Tor, der tut mir jetzt aber schon wirklich leid. Oh. 5-1. Kantersieg gegen Dresden. Und du, Kollege Fliege, hau mal ab hier. Sogar das 6-1. Jetzt darf Werner auch noch jubeln. Ich fass es nicht. Das ist einfach auch schon wieder hier wunderbar herausgespielt. I don't know. Wir haben bis jetzt die meisten Tore in der zweiten Liga geschossen und die wenigstens, glaube ich, reinbekommen. Glaube ich zumindest. Wir haben aber das, was mich hier so ein bisschen aufregt bei dem Kader, den wir haben, die eine Niederlage. Mann. Gogia. Wow. Den holt er nochmal raus, der Schwebe. Da kann er nochmal eine Glanztat zeigen. Der wäre aber auch nicht reingegangen. Und damit ist es vorbei, Freunde. Wir gewinnen mit 6-1. Da kann man sagen, was man will. Wir haben bisher alles richtig gemacht in den letzten Spielen, nachdem wir die zwei Niederlagen erlitten haben. Wir haben aus 5 Spielen 15 Punkte geholt, haben ein super Torverhältnis, 2 Gegentore kassiert, aber naja,
Man kann ja leider nicht alles haben. Ah. Und wir gehen jetzt noch hier rund raus zusammen, machen jetzt noch ein bisschen Training. Und gucken dann mal, wie, gegen wen wir dann als nächstes müssen, als erstes hier das Training. Ah. Silveira wird jetzt demnächst auch mal spielen. Ja, und bitte, wir gehen jetzt mal vor hier, gucken wir, ob wir da vielleicht nochmal was für die zweite Bundesliga-Saison zurückhauen können, halten können. Nein, Tafazofa eher nicht. Arianit Ferrati, Pascal Köpke, Kevin Prince Rendondo, Jean Cordoba zum HSV gegangen. Leonardo Putaro. Haben wir hier irgendeinen vergessen? Nein. Bei den Holländern. Mo Elhankouri. Samantha, nein. Rubin, nein. Fred Friday auch nicht. Haben wir hier, ja. Stefan Mauk. Julian Lendelfeld. Fendorp, nein. Isimir. Sowieso was, Mirin. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Und als nächstes geht es dann am 11. Dezember, den Sonntag, gegen den TSV 1860 München. Christian Matenia. Marlon Frei. Ja, hier so für die zweite Liga, für die erste Liga mal mit reinnehmen. Als Ersatz zum Aufbauen. Sam Schreck. Gianluca Waldschmidt. Florian Kainz. Marcel Hartl. David Atanga, Joel Gerzinger, David Sauerland, Fanul Perdedai, Janni Regesel, Robin Tim Becker von Leverkusen und wir gehen bis zum Spiel vor, gucken hier jetzt noch nach, ob bei den Niederländern was dazugekommen ist, nein, ist nichts dazugekommen. Und Leute, ja, an diesem Part, an dieser Stelle sage ich jetzt recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut und Cheerio.